willkommen hier bei ARK. Ich habe heute leider etwas schlechtere Nachrichten. Wir haben ein Problem mit der Nanny, wie wahrscheinlich die meisten von euch schon wissen. Wir haben die Nanny abgebaut derzeit. Wir verwenden die Nanny nur, wenn wir anwesend sind. Wir haben sie hier gebunkert. Sicher ist sicher. Die Nanny beginnt nämlich Jungtiere zu töten, sobald man außer Reichweite kommt oder den Server verlässt. Sie greift den Hunger vom Inventar des Tieres ab, also sollte es zumindest tun, und dann durch einen Buff den Nährwert vom Tier auffüllen und gleichzeitig aus ihrem eigenen Inventar die Nahrungsmittel zu vernichten, reduzieren. Das funktioniert leider derzeit nur bei Anwesenheit. Die Foren sind von dem Thema mittlerweile überflutet. Es wurde auch versucht, eine Datei in der INI zu ändern. Die Angaben möchte ich dazu derzeit nicht machen, weil ich auch gelesen habe, dass es nicht wirklich funktioniert. Ich bitte euch daher, die Nanny nur bei Anwesenheit zu verwenden. Danach auszuschalten, solltet ihr den Server verlassen oder den Bereich eurer Base verlassen. Die Nanny ausschalten. Sicherheitshalber wäre es vielleicht nicht schlecht, sie auch gleich abzubauen. Ich traue dem Frieden nicht. Dann sollte euren Kindern, also euren gezüchteten Nachwuchs, nichts passieren. Wir halt anno dazumals das Inventar mit Futter vollstopfen und ab 10% fressen sie ja sowieso aus der Futterbox. Die Nanny prägt die Tiere, sobald sie wieder gestartet ist, nach. Das heißt, wenn ihr jetzt die Nanny bei Hausnummer 8% Erwachsenheit ausmacht und ihr kommt jetzt bei 85% zurück und schaltet sie wieder ein, prägt sie das nach. Ja? Also daher keine Angst haben. Man muss halt ungefähr abschätzen können, wie lange das dauert, bis die Tiere erwachsen sind. Und wie gesagt, sobald man sie wieder anmacht, dabei bleiben und wirklich, wenn man die Base verlässt oder den Server verlässt, bei beiden die Nanny bitte ausmachen. Und sind einige Tiere gestorben. Wie man hier sieht, wir haben es zuerst versucht mit Unterwasser, weil Mosasaurus möchte Mystery haben und wir haben noch mit der großen Höhle eine Rechnung offen. Jetzt sind uns die Zwillinge und die verhungert und wir wussten nicht warum. Wir dachten, die Nanny füttert nur unter Wasser nicht. Bis wir dann draufgekommen sind, das funktioniert so auch nicht mehr, obwohl es vor einer Woche noch ging. Mein heiliger Spino. Auch von unseren Kollegen sind Tiere verhungert. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Zumindest das Vorwarnen. Sollte euch mein Video gefallen haben, bitte ein Abo und ein Like da lassen. Solltet ihr auch noch irgendwelche Infos haben, die ich nicht weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Ich werde mich so schnell wie möglich damit auseinandersetzen, weil es auch mir am Herzen liegt. Alleine Mr. Pinky zuliebe. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Zucht. Und sobald ich was weiß, gebe ich euch Bescheid. Bis zum nächsten Mal.